über den Kurdenkonflikt in Deutschland als einen Konflikt in der Migrationsgeschichte sprechen wird. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo, ich bin der Christian, ich komme aus Hannover. Ich habe da jetzt vor kurzem, also vor 2 Wochen ziemlich genau, mein Studium beendet, mein Masterstudium der Soziologie, und habe da also vor 2 Wochen relativ unspektakulär aus dem Prüfungsbüro mein Zeugnis und meine Urkunde abgeholt. Weil ich kenne einige von euch dieses relativ unspektakuläre und relativ unspektakulären Vorgang. Oh genau, und ich habe euch meine Masterarbeit mitgebracht. Ich habe mich geschrieben über einen Fall in Hannover, der in den 90er Jahren stattgefunden hat. Eben habe ich meine Masterarbeit geschrieben über den Erinnerungskonflikt Halim Dena, wo wahnsinnig viel zusammenfällt, was in den 90er Jahren eine große Rolle gespielt hat, so in der innenpolitischen Situation in Deutschland, aber auch den kurdisch-türkischen Diaspora-Konflikt in Europa und Deutschland betrifft. Und deswegen stelle ich euch jetzt als allererstes einmal Halim Dena vor. Wer war Halim Dena? Halim Dena war ein Teenager zunächst einmal, ein Teenager mit Fluchtgeschichte. Er wurde 1977 im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei geboren und wahnsinnig früh gestorben. Und zwar im Juni 1994 in Hannover. Wie schon gesagt, er ist eigentlich einer von diesen vielen, vielen, vielen Menschen, die Anfang der 90er Jahre aus der Türkei, die zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwie politisch ziemlich instabil ist und wo es auch in dieser sehr, sehr alten Konfliktgeschichte zwischen kurdischer Minderheit und türkischer Mehrheitsbevölkerung in der Türkei eben erneut zu heftigen Konflikten gekommen ist, also Bürgerkrieg. Ich glaube, ich bezeichne diese Situation nach wie vor ziemlich gut. Und genau, er ist bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen. Und zwar hat er Plakate geklebt für eine kleine Nebenorganisation der PKK, die zu dem Zeitpunkt ungefähr seit einem halben Jahr in Deutschland verboten war. Also die wurde im November 1993 verboten. Und um diesen Polizeieinsatz und wie der abgelaufen ist und ob das jetzt ein Unfall war oder ob es eine absichtliche Tötungsabsicht hinter dem Vorfall lag, darum dreht sich der Konflikt bis heute und hält so die Stadtgesellschaft auch nach wie vor in Atem. Das ist ein Foto aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, die ich sehr viel gelesen habe. Und da sieht man auch sozusagen gerade den Abend, wo Halim Dena durch eine Polizeiwaffe erschossen wurde. Er hat halt den Stern, dieses Plakat da plakatiert. Und im Zuge bei einer eigentlichen einfach nur einer Personenkontrolle hat sich halt dieser Schuss gelöst und er ist gestorben. Genau, für die einen ist er halt ein Märtyrer im kurdischen Freiheitskampf, für die anderen, wenn nicht Terrorist, zumindest Terroristensympathisant oder Unterstützer oder was auch immer. Also ihr könnt euch das ja vorstellen, wie da die Diskussionen ablaufen. Ich finde, den Fall Halim Dena kann man nicht verstehen, wenn man sich nicht nochmal so ein bisschen in diese 90er Jahre zurückversetzt. Und zwar gucken wir deswegen so einen Minischnipsel aus der Tagesschau. Hier ist das hier. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Kurdenproteste in Deutschland haben heute zu zahlreichen Straßenblockaden geführt. In einer offenbar abgestimmten Aktion wurden in vielen Bundesländern Barrikaden auf Autobahnen errichtet und Kreuzungen in Innenstädten besetzt. Es kam zu Ausschreitungen mit vielen Verletzten. Hunderte von Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Bundesinnenminister Kanter bot am Abend den Ländern den Einsatz des Bundesgrenzschutzes an und lud für morgen zu einer Sonderkonferenz der Innenstaatssekretäre nach Bonn ein.
So wie hier bei Bremen blockierten Kurden an vielen Stellen in Deutschland Autobahnen. Sie wollten aus Anlass ihres Neujahrsfestes auf die Lage der Kurden in ihrer Heimat aufmerksam machen und gegen deutsche Waffenlieferungen an die Türkei protestieren. Nicht überall verliefen die Proteste friedlich. So kam es auf der Autobahn Frankfurt-Darmstadt zu Auseinandersetzungen zwischen Kurden und der Polizei. Hier und anderswo übergossen sich Demonstranten mit Benzin und zündeten sich an. Es gab Schwerverletzte. Inzwischen wird über politische und rechtliche Konsequenzen nach den Ausschreitungen vom Wochenende und den heutigen Aktionen nachgedacht. Wir werden nicht dulden, dass die politischen Auseinandersetzungen in der Türkei in Deutschland gewalttätig ausgetragen werden. Deshalb ist erforderlich, dass die Straftäter namentlich festgestellt, der Justiz zugeführt und nach Möglichkeit aus Deutschland ausgewiesen und abgeschoben werden. Doch ausländerrechtliche Schritte sind so einfach nicht möglich. Legal in Deutschland lebende Kurden müsste zunächst das Aufenthaltsrecht wegen Gefährdung der Sicherheit entzogen werden. Und wer in seiner Heimat mit der Todesstrafe bedroht wird, darf gar nicht abgeschoben werden. Auf jeden Fall aber müssen an den Aktionen beteiligte Kurden damit rechnen, dass sie für eventuell begangene Straftaten von deutschen Gerichten voll zur Verantwortung gezogen werden. Die Ampelkoalition in Brandenburg steht... So, ab aktueller Folie. Genau. Ich finde, in diesem Schnipsel waren wahnsinnig viel drin, was eigentlich ganz gut zum Verständnis beiträgt für die Phase, ein bisschen laut, ne? Für diese Phase in den 90er Jahren. Also wir haben irgendwie diese doch zum Teil auch durchaus militant abgelaufenen und gewaltvollen Auseinandersetzungen gesehen. Wir haben die Selbstverbrennung gesehen. Das war übrigens nicht die einzige Selbstverbrennung. Also es gab auch nochmal einen sehr schwerwiegenden Fall, auch im Jahre 1994 von zwei Frauen, die sich in Mannheim irgendwie selbst entzündet haben. Und so gab es tatsächlich im Zeitraum von, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Jahren doch sehr massive Proteste. Und ausgelöst wurde das unter anderem tatsächlich durch diesen PKK-Verbot im November 1994 durch den Herrn Kanter, den wir auch in diesem kleinen Schnipsel gesehen haben. Und genau, das, also ich finde insgesamt, dieses Video hilft tatsächlich gut, sich das zu vergegenwärtigen, in welcher Situation man auch diesen Fall Halim Dena einbetten muss. Dieser Beitrag ist ungefähr 3 Monate gelaufen, bevor dieser tödliche Schuss auf Halim Dena abgegeben wurde aus der Waffe eines Polizisten. Nicht nochmal, deswegen jetzt die Gliederung. Ich sage euch kurz was zu der Fragestellung, also wie habe ich überhaupt gearbeitet? Dann möchte ich euch so einen Ausblick geben oder so einen kurzen Einblick in den theoretischen Rahmen dieser Arbeit, meine Vorgehensweise, und das wird aber auch der Schwerpunkt ausmachen, die Ergebnisse. Ich habe mich diesem ganzen Thema wissenssoziologisch, angenähert, eine wissenssoziologische Mediendiskursanalyse gemacht, und ich habe mich vor allem auf lokale Medien konzentriert. Also wir haben zwar hier natürlich mit der Tagesschau irgendwie auch ein überregionales Medium gefunden, aber dieser Fall Dena im Speziellen, auch wenn da immer natürlich diese bundesweite und eigentlich auch globale Dimension in dem Fall vorhanden war, hat doch vor allem in den Lokalmedien stattgefunden. Also da habe ich einfach das allermeiste Material gefunden, deswegen war das eine relativ pragmatische Entscheidung zu sagen, ich gucke mir halt Textdateien oder Textdaten an und nehme da die Lokalpresse. Als Kontrast, und das muss man tatsächlich sagen, als einzige überregionale große Zeitung hat tatsächlich noch die Taz berichtet, was ja jetzt nicht wirklich überraschend ist, weil die halt immer noch mal einen anderen Standpunkt irgendwie vertreten haben. Deswegen war das so zur Kontrastierung des Materials ganz hilfreich. Genau, und ich habe mir diese mittlerweile 25-jährige Geschichte, habe ich mir zwei Zeitpunkte rausgewählt, eben dieses erste Halbjahr 94, was wir eben schon zum Teil auch gesehen haben, und eine Episode im Jahre 2017, wo es einen neuen Anlauf gab, in der hannoverschen Stadtgesellschaft eben für ein Gedenken zu sorgen an Halim Dena in Form einer Platzumbenennung.
die in so einem relativ links-alternativen Stadtteil in Hannover irgendwie angestrebt wurde von kommunalpolitisch aktiven Menschen. Genau, also von daher lautet die Frage, also ich möchte mich tatsächlich mit dem Diskursfeld auseinandersetzen und frage da einfach sozusagen, wie sich dieses diskursive Feld sozusagen in den Medien, im Mediendiskurs in diesem zeitlichen Vergleich 94-2017 entwickelt, verändert hat. Da soweit so viel zur Frage. Genau, das ist ein Schnipsel vom August 94. Dieser Artikel weist darauf hin, dass eine große Trauerkundgebung, eine große Trauerdemonstration geplant ist. Und entsprechend wurde dieser Artikel aufgemacht. Ne? Also Riesendemonstration in Hannover, 25.000 Kurden kommen. Der Tote wird am Tatort aufgebahrt. Also das war so ein bisschen so die Stimmungslage der damaligen Zeit. Also man hat irgendwie auch sich groß Sorgen gemacht, ob es tatsächlich nochmal zu gewaltvollen Ausschreitungen kommen könnte im Zuge dieser Trauerkundgebung. Das ist es am Ende nicht, das kann man schon so viel verraten, aber so, das fand ich nochmal ganz eindrucksvoll. Und wenn man sich natürlich Bild und Text nochmal anschaut, ne, also die Frauen, die auf dem Bild eher in traditioneller Kleidung irgendwie abgebildet worden sind, irgendwie natürlich darf nicht der Stern der PKK fehlen, Kurdistan, kann ich gar nicht so genau lesen, aber irgendwie Deutschland wird auf jeden Fall auch mit kritisiert und als Kriegsgegner Nummer zwei bezeichnet und das ist so ein bisschen der gesamte Rahmen, also auch wahnsinnig ethnisierende und rassifizierende Darstellungen einfach von den Menschen, die da als Kurdinnen und Kurden identifiziert werden. Was mich nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt bringt, den ich vergessen habe zu sagen, ich habe zwar auch in einem Titel sozusagen von Kurdenkrawallen gesprochen, allerdings bitte immer das Anführungszeichen in dem Sinne ganz stark mitdenken, weil das fand ich interessant in der Beschäftigung mit dem Thema, dass das so als zeitgeschichtliche Epoche auch so kaum bekannt ist und wenig thematisiert wird. Und da habe ich mir gedacht, also allein da wäre das spannend, sich diese zwei, drei Jahre aus so einer historischen, geschichtswissenschaftlichen Perspektive nochmal anzuschauen und das mal irgendwie aufzuarbeiten, weil das einfach, wie ihr gesehen habt, große Auswirkungen hatte. Und das ist ein Artikel aus 2017. Interessante Parallelen, irgendwie wieder Frauen vorne, irgendwie auch vielleicht eher buntere Kleidung oder... Also da kann man auch fragen, gibt es irgendwie auch einfach Kontinuitäten in der Darstellung von als Kurden identifizierte oder gelabelte Menschen. War nicht direkt Fokus der Auswirkungen, aber hat auf jeden Fall immer wieder diese ethnisierenden Beschreibungen mit eine Rolle gespielt. So, also der theoretische Rahmen. Ich beschäftige mich vor allem mit Erinnerungskultur. Du hast eine Frage? Ach so, ganz klar. Okay, und kein Problem. Und ich möchte vor allem anfangen mit Gedächtnissoziologie. Also das war auch so mein Ausgangspunkt. Bin halt immer von dieser erinnerungskulturellen, kollektiven Erinnerns ausgegangen. Und da will ich euch ganz kurz in das Werk von Maurice Halbwachs einführen, aber auch wirklich nur ganz kurz. Da ich auch mit einer wissenssoziologischen Diskursanalyse weitergearbeitet habe, fand ich diesbezüglich auch noch mal so ein bisschen die wissenssoziologische Fundierung des soziologischen Gedächtnisbegriffes auch noch mal sehr spannend und sehr relevant. Und das ist ja eigentlich auch noch mal etwas, was aktuell auch wahnsinnig diskutiert wird, eben noch mal kurz ein paar Sätze zum Thema Prozesse der Grenzung von kollektiver Erinnerung in der Migrationsgesellschaft. Maurice Halbwachs. Zunächst einmal verdanken wir Halbwachs so die Erkenntnis, dass individuelles Erinnern abhängig ist von einem direkten sozialen Umfeld. Also das heißt, auch das, was individuell erinnert wird, hat immer durchaus schon eine soziale Prägung. Und Halbwachs verwendet dafür den Begriff der Rahmung. Ja? Also dieser Rahmen wird durch Interaktion, Kommunikation, Medien und Institutionen innerhalb von sozialen Gruppen
mit Bezug auf Vergangenes gesetzt. Hier haben wir natürlich den Gruppenbegriff so, also das kann man sich auch gut merken. Das kollektive Gedächtnis bei Halbwachs ist immer ein Gruppengedächtnis. Ja? Also der soziale Rahmen ist einerseits eine Metapher für die soziale Gruppe an sich, in dem halt sich über die Vergangenheit und die eigene Stellung in der Vergangenheit verständigt wird. Ah ja, da steht das ja auch nochmal. Und lassen wir an der Stelle einfach nochmal Halbwachs direkt zu Wort kommen. Wir erinnern, was unseren gegenwärtigen Beschäftigungen entsprechen. Oh, der Satz ist nicht gerade, aber überliest das bitte. Der Grund Ihres Wiedererscheins liegt nicht in Ihnen selber, sondern in Ihrer Beziehung zu unseren heutigen Vorstellungen und Wahrnehmungen. Wir gehen also nicht von Ihnen aus, sondern von diesen Beziehungen. Das finde ich, beschreibt es nochmal ganz gut. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt bei Halbwachs ist, er hat so als erster hat er so ein bisschen versucht mal sich die Frage zu stellen, wie erhalten eigentlich sich kollektive Gedächtnisse über die Zeit? Ja? Also wie machen es diese sozialen Gruppen oder schaffen es diese sozialen Gruppen eigentlich, dass irgendwie auch wenn, also dass sich das kollektive Gedächtnis erhält. Und hier hat er vor allem sich mit dem Heiligen Land und dem religiösen Gedächtnis der Christen beschäftigt und hat festgestellt, dass mit materiellen, dass die Gruppen versuchen, materielle Erinnerungsstützen im Raum sich zu schaffen, Gräber, Pilgerwege, Kirchen, Architektur, Denkmäler. Also ihr seht, es gibt wahnsinnig viel Materielles sozusagen irgendwie an dem oder was uns hilft, auch in einer Erinnerungsgemeinschaft, in einem kollektiven Gedächtnis eben teilhaben zu lassen. Und am Beispiel des Kreuzweg von Jesus Christus schreibt er, erst als Jünger des heiligen Franziskus aus der Nachempfindung der Leiden Jesu eine geistige Übung gemacht hatten, bemühte man sich, diesen Weg in Jerusalem aufzufinden und genau festzulegen. Das ist also auch nochmal ein guter Hinweis. Vieles von dem, was zum Beispiel in der Bibel steht und wo es genau stattgefunden hat, hat nicht immer, also erstens wurde es viel später aufgeschrieben und zweitens ist es auch eine nachträgliche Konstruktion. Ob das immer alles genau so gewesen ist, ist immer halt auch eine andere Frage. Und das finde ich, ist nochmal ein schönes Zitat, um diesen Charakter eben zu beschreiben. Genau, also räumliche und zeitliche Strukturen, Gedenktage, das ist auch als etwas sehr Wichtiges, um zum Beispiel sich immer regelmäßig wieder an etwas zu erinnern, zum Beispiel, dass das hier Deutschland ist, in Form eines Tag der Deutschen Einheit oder Newroz als wichtiger Neujahrstag für zum Beispiel kurdische Menschen. Genau, also es geht vor allem um Teilhabe. Ne? Also das ist Teilhabe und Identifikation mit Gruppen so. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt. Und nochmal diesen Konstruktionscharakter von Vergangenheit hier klar zu machen, was auch so ein genuin soziologischer Zugang zu dem Thema ist. Wir unterhalten uns weniger darüber, was wirklich war, als vielmehr die Abbilder und Rekonstruktionen von Vergangenheit, die wichtig sind für Gruppen nach ihren aktuellen Bedürfnissen, ja, und wie die sich das eben bauen. Spannender, also kleiner Aspekt hier an der nur Stelle, irgendwie, ich fand irgendwie wahnsinnig spannend, dass Halbwachs da einfach auch wahnsinnig anknüpfungsfähig ist, diese ganze angelsächsische Debatte um Invention of Traditions von Eric Hobsbawm, wichtiger Historiker, also da haben wir schon was. Genau, das mache ich jetzt eher ein bisschen kurz. Was ist sozusagen die wissenssoziologische Fundierung des Ganzen? Also Wissenssoziologie nach Berger-Luckmann, aber auch Alfred Schütz. Da haben wir einmal den Begriff des Wissensvorrats, der natürlich in der Wissenssoziologie ein ganz zentraler Begriff ist.
der kann tatsächlich gut assoziiert werden mit diesem Gedächtnisbegriff, den wir bei Halbwachs kennen. Also das ist eine interessante theoretische Fortführung. Als zweitens die Relevanzstrukturen, die bei Schütz eine Riesenrolle spielen. Die geben nämlich nochmal gut an, wie sozusagen das Gedächtnis organisiert ist, dieses kollektive Gedächtnis. genau. Und zeigen eben auch an Auswahl- und Selektionsmechanismen. Und die Institutionalisierung, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz eingängig, die geben halt guten Hinweis darüber, wie sozusagen, also wie Wissensstrukturen kontinuierlich und langlebig weitergetragen werden können. So viel, so kurz. Jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal kurz über die Prozesse der Entgrenzung von kollektiver Erinnerung sprechen. Es gibt so zwei Forschungsstränge und der eine Forschungsstrang, der beschäftigt sich damit, wie Erinnerung im Zeitalter von Globalisierung, welchen Veränderungen da Erinnerungen unterliegen. Also welche Auswirkungen hat so etwas wie Globalisierung, aber auch Migration, aber auch Dekolonialisierungsprozesse auf Erinnerungen, auf kollektives Erinnern in einer Gesellschaft. Es wird durchlässiger, es wird entgrenzter und so eine erste große Studie, die zu dem Thema gemacht wurde, war zum Thema die Holocaust-Erinnerung, also wie die Holocaust-Erinnerung verläuft und wo Levy und Snyder eben diese Theoriefigur des kosmopolitischen Gedächtnisses geprägt haben. Daneben gibt es aber nochmal irgendwie explizit nochmal so einen Forschungsstrang, was so die generelle Transkulturalität oder Nationalität von Erinnerung bezeichnet. Also es geht hier um Zirkulation und Vermischung von Inhalten, Formen, Medien und Praktiken. Also die Idee ist einfach, ne, es wird nicht mehr erinnert in geschlossenen Container-Erinnerungskulturen, sondern es gibt halt da eine grundlegende Dynamik. Und deswegen finde ich das jetzt nochmal spannend, sich mit diesem Feld zu beschäftigen, weil es ist irgendwie festzustellen, die Diskussion aktuell, wenn man sich mit Gedächtnis und Erinnerungskultur beschäftigt, geht eher weg von diesen Top-Down-Konzepten. Also zack, hier ist das national sinnstiftende Denkmal, sondern es geht hinmehr, dass man sich anschaut, wie zu dieser Bottom-Up-Perspektive irgendwie wächst von Gruppen, die ganz lange in der Gesellschaft irgendwie marginalisiert waren und noch immer noch sind und nicht beachtet werden, eben etwas, was so ein Kanon dessen, was in einer Gesellschaft erinnert wird, eben wie aufgenommen wird oder nicht. Also die jüngste Veröffentlichung zu diesem Frage wahrscheinlich von Mark Texidis, wessen Erinnerung zählt, indem er sich da mit der Kolonialerinnerung auseinandergesetzt hat. Jetzt kommen wir ganz kurz zur Wissen, obwohl eigentlich können wir das auch tatsächlich überspringen. Und zwar, genau, ich habe einfach mit der wissenssoziologischen Diskursanalyse nach Rainer Keller gearbeitet, wahnsinnig spannend. Empfehle ich mal, sich anzuschauen. genau, es gibt Schritte der Untersuchung. Wie schon gesagt, ich habe mit Zeitungsartikeln gearbeitet, ich habe mit diesem Ansatz gearbeitet und ich habe vor allem bei der Datenauswertung mit der Grounded Theory gearbeitet. Das kann man sich auch noch mal gerne anschauen. Genau, und ich habe, also das ist so mein Datenkorpus gewesen, ich habe mich mit 94 und 2017 beschäftigt, ich habe Presseartikel und Leserbriefe ausgewertet, was wahnsinnig erkenntnisreich war und insgesamt kommt ihr dann irgendwie unten auf eine Summe von 151, also ihr seht auch schon, also 94 war es einfach wahnsinnig großes Thema, 2017 schon mal hat das Interesse eher abgenommen an dieser Diskussion. Und jetzt möchte ich zu den Ergebnissen kommen. Ich möchte euch vor allem den Schulddiskurs und den Sicherheitsdiskurs von 94 näher bringen und einige Aspekte des Erinnerungsdiskurses aus 2017. Also ich werde jetzt nicht über alles reden, keine Sorge. Aber so hat sich das für mich dargestellt, ja, dieses diskursive Feld. Und im Schulddiskurs musste erstmal diese Frage verhandelt werden, Wie ist Halim Dena zu Tode gekommen? Wer ist schuld? Ja, also muss man diesen Polizisten irgendwie vor Gericht stellen oder nicht? War es ein Unfall? War es Absicht?
Also das ist der Diskurs, der Schulddiskurs, der Sicherheitsdiskurs, betrifft aber alle Aussagen und Material, die sozusagen diese Gefahr der Eskalation immer thematisieren. Ihr habt einen Eindruck davon, was das war. Und der Erinnerungsdiskurs 2017, der geht halt um diese Fragen von in welcher Form, wie, ob überhaupt irgendwie an Halim Dena gedacht werden soll oder nicht. Wir starten also mit dem Schulddiskurs. Ich habe das in Dimensionen aufgeteilt, und zwar diese Dimension des Schulddiskurses ist halt die Politik der Bundesregierung, Asyl- und Außenpolitik, außenpolitische Beziehungen zur Türkei, auch die Waffenlieferungen, die es nach wie vor gibt und damals schon gab. Aber auch so, das fand ich ganz interessant, hat sich halt auch nochmal so ein Subdiskurs gebildet über die Frage von Polizeigewalt, weil die 90er Jahre auch nicht nur in Hannover, sondern auch deutschlandweit irgendwie war Polizeigewalt immer ein Thema. Und muss ich jetzt Schluss machen? Okay, ja, alles klar. Genau. Ich mache einfach weiter. Genau, und das ist ein Zitat. Genau. Also für ihn, den Rechtsanwalt der Familie Dena, ist der Tod des Jungen kein Zufall, sondern zwingende Konsequenz aus dem Verbot der kurdischen Partei in Deutschland. Der Kurs von Innenminister Kante schaffe ein Klima, das alle Kurden zu potenziellen Verbrechern stemple. Seine kurdischen Zuhörer nicken, jedes Wort des Anwalts wird gebannt verfolgt. Der Kommentar, es ist sicher zu früh, von einer Exekution auf offener Straße zu sprechen, wird lediglich von den Journalisten mit Kopfschütteln quittiert. Für die anwesenden Kurden ist klar, wer dem Tod des Jungen Schuld hat. Kanter ist ein Mörder, Kanter ist ein Mörder, rufen Sie im Chor, bevor sich die Pressekonferenz auflöst. Das finde ich nochmal ein ganz eindrückliches Zitat, was so ein bisschen den Kontext auch, diese Kontextdimension dieser Schuldfrage klar macht. Es gab mehrere Zuschreibungsmodi, die möchte ich euch nochmal ganz kurz vorstellen. Es geht also auf den Gehwegplatten am Steintorplatz ist mit groben Pinselstrichen der Umriss eines Körpers gezeichnet. Blumensträuße liegen am Boden und ein Foto, der das Opfer zeigt, schwarz gelockt mit weichen Gesichtszügen. Am 30. Juni 1994 wurde Halim Dena ermordet von der Polizei. Er war 16 Jahre. Haben Freunde, die am Tatort trauern, schon am Freitag in großen Druckbuchstaben auf dem Gehweg gepinselt. Also wir haben einmal diesen Zuschreibungsmodus, ganz klar Halim Dena als Opfer, soweit irgendwie so unüberraschend, aber das sind hier vor allem emotionale Beschreibungen, die von der Trauer handeln, im Material enthalten in dieser Kategorie. Aber es gab nicht nur diesen Zuschreibungsmodus, es gab auch noch andere. Zum Beispiel eine ganz starke war auch irgendwie die Zuschreibung von Alleinschuld, die Polizei und Polizisten als Täter. Mörder, Mörder rufen die Demonstranten immer wieder, als sie einen Tag nach dem Tod des 16-jährigen Kurden Ayhan Esa. Die haben lange Zeit auch den falschen Namen benutzt, weil er bei der Einreise einen anderen Namen angegeben hat, durch die hannoversche Innenstadt zieht. Bei Kundgebungen während des Trauermarsches geben Kurden Politik und Polizei die Schuld. Die deutsche Polizei führt einen Krieg gegen Kurden. Repression. Ich kann es, glaube ich, an der Stelle abschließen. Interessant war, also ihr seht den Unterschied, interessant war aber auch, dass irgendwie nochmal viel über die Mitverantwortlich, also es wurde so eine These aufgemacht der Mitverantwortlichkeit von Halim Dena, dass er doch selber schuld gewesen sei. Und das kommt hier aus einem Leserbrief, die da irgendwie am stärksten in diese Richtung argumentiert haben. Mir und sicherlich vielen anderen Hannoverern tut das leid, dass ein junger Ausländer sein Leben lassen musste. Doch wenn er sich in Gefahr begibt, muss er damit rechnen, dass er umkommt. Der verstorbene junge Mann, auf jeden Fall sein Auftraggeber, musste wissen, dass er etwas Ungesetzliches tat. Er hatte nichts herum zu kleistern. Also das ist einmal auch etwas, also dass der Subjektstatus von Halim Dena irgendwie immer wieder angegriffen wird, indem er so als passives Instrument dargestellt wird von seinen Auftraggebern. Und wie schon gesagt, also er hat halt plakatiert. Ja? Also wer sich in Gefahr begibt, muss damit rechnen, dass er umkommt. Polizei als Opfer, das gab es auch. Also eine Schuldumkehr im Grunde genommen. Im Übrigen frage ich mich, wie gewisse Leute reagiert hätten, wenn ein Polizeibeamter in Ausübung seines Dienstes und nicht bei einer illegalen, verbotenen Tätigkeit ums Leben gekommen wäre. Dabei, das wäre ja auch nur ein Bulle gewesen. Das kommt aus einem Leserbrief. Ich muss leider ein bisschen hetzen, deswegen komme ich kurz zum
Oder ich soll ich vielleicht sogar noch ein bisschen... Okay, dann komme ich einfach direkt, weil das... Okay, ich überspringe den Sicherheitsdiskurs und komme ganz kurz mit nur zwei Sachen zum Erinnerungsdiskurs und dann können wir wirklich diskutieren. Das ist also der Erinnerungsdiskurs von 2017. Es war immer die Form umstritten, wie sozusagen gedacht werden soll, aber eine bisher namenslose grüne Fläche irgendwo im Stadtteil Linden ist dafür nicht der richtige Ort, sondern das Steintor, da wurde er erschossen. Hier hat sich Dehner meterweit geschleppt, bis er zusammengebrochen ist. An dem Ort, an dem er gestorben ist, sollte ein fetter Gedenkstein stehen, einer, der nicht zu übersehen ist, einer, an dem Hannoveraner und Touristen auf ihren Weg in die Stadt innehalten und über Dehners Geschichte sprechen. An dem Ort, wo er gestorben ist, sollte etwas an ihn erinnern. Es gab verschiedene Positionen. Ich möchte nun auf diese beiden roten eingehen. Es gab Positionen pro Gedenken und kontra Gedenken. Die Gedenken pro haben unter anderem angeführt, dass es auch eine Würdigung für migrantischer Geschichte in Hannover ist, wenn man eben an Halim Dehner erinnert. Da wurde ein Bezug hergestellt zu einem anderen Fall migrantischer Erinnerung. Und zwar in Hamburg habe der Stadtbezirksrat von Ottensen einen Platz gegen den Widerstand des Rathauses nach Kemal Altun benannt, einem Asylbewerber, der 1983 aus Angst vor der Abschiebung aus dem 6. Stock des Verwaltungsgerichts Berlin sprang und dabei ums Leben kam. Dieser Fall war übrigens der Grund dafür, dass es heute das Kirchenasyl in Deutschland gibt. So viel. Und letzter Aspekt, das wurde wiederum dagegen angeführt. Die CDU hatte eine Initiative gestartet, um einen Halim Dehner Platz zu verhindern, indem sie gesagt haben, wir haben hier noch eine jüdische Familie, also so traurig sich das auch anhört, so wurde es argumentiert, wir haben hier noch eine jüdische Familie, für die noch nicht, also die auch im NS umgekommen ist, für die haben wir noch nichts gemacht, lass doch einfach diesen Platz benennen, der für den Dehner Platz vorgesehen ist, dann sind wir das Problem los. Am Ende gab es einen Platz für die jüdische Familie in einem anderen Ort, aber das fand ich nochmal ein sehr eindrucksvolles Beispiel im Material, wo dieses Thema Erinnerungskonkurrenz und kompetitive Erinnerung nochmal aufgezeigt wurde. Und das Ergebnis, und damit bin ich dann auch fertig, ist, es gibt keinen Platz, weil es politisch da keine Mehrheiten für gab und es großen Widerstand gab, aber es gibt halt so eine Form von Erinnerung von unten. Und da lese ich euch jetzt das nochmal zum Abschluss vor. Auch ohne offizielle Benennung taucht die Adresse Halim Dehner Platz immer häufiger im öffentlichen Sprachgebrauch auf. So laden Plakate in Linden derzeit im Straßenfest gegen Gentrifizierung am Freitag auf den Halim Dehner Platz ein. Kurdische Musiker aus Diyarbakir organisieren vor kurzem ein Konzert auf dem Real. Genau. Der Halim Dehner Platz. Also ist im Sprachgebrauch sozusagen irgendwie vorhanden im Stadtbezirk, aber irgendwie offiziell nicht durchgesetzt. Damit bedanke ich mich.